Schönen guten Nachmittag. Hören Sie mich gut? Oder hört ihr mich so gut? Alles ist so. Vielen Dank für die Einladung, auch die einführenden Worte. Ich fand das gerade sehr spannend. Ich stehe hier halt heute als praktische, also handelnde Vertreterin dieses Feldes, das viele Namen hat. Partizipatorische Kunst, Socially Engaged Art, kollaborative Kunst. Ich habe auch gedacht, im Sinne vom Dialog habe ich noch jemanden mitgebracht, das ist Frau Giraffe, weil es ist ein sehr komplexes Thema und erst recht eine halbe Stunde zu behandeln. Und ich habe so gemerkt, diesen Dialog auch von zum Teil sehr, wie soll ich sagen, widersprüchlichen Situationen, wie kriege ich den mit einer Stimme hin? Ich habe mal gleich eine zweite mitgebracht. Manche von Ihnen mögen die Giraffe kennen aus der gewaltfreien Kommunikation. Da steht sie immer für die Sprache des Herzens. Wie soll ich sagen, die Giraffe ist hier in dem Fall, die kann, also es ist nicht unbedingt an mein Herz gebunden. Es kann auch sein, dass es mich ganz kritisch unter die Lupe nehmen könnte zwischendrin. Also das als meine direkte Gesprächspartnerin. Ich beginne mit drei Erfahrungsbildern. Also als bildende Künstlerin bin ich ganz nomadisch unterwegs, das heißt, ich bin immer wieder temporär an Orten zu Hause oder in Gemeinschaften zu Hause und Gast und als Künstlerin gelagen, in solchen Situationen zu agieren oder zu reagieren. Das ist hier ein Bild von der Karte von Nordirland und wo es situiert ist. Also dieses Erlebnis oder Erfahrungsbild Nummer 1 ist Nordirland, da habe ich 7 Jahre gelebt. Und da geht es schon los, viel zu komplex. Worum geht es in Nordirland? Es hat einen 700-jährigen Konflikt als Geschichte und es geht ganz, und das kann ich auch nur ganz grob darstellen, darum, dass es da eine Spaltung der Gesellschaft gibt, eine, die sich pro-republikanisch äußert und gerne diesen Zipfel Irlands, dem gesamten Irland zuführen würde, versus einer anderen Richtung, die immer danach strebt, Teil Englands zu bleiben, was es nämlich im Moment ist. Das hat sich weniger und mehr blutig in den letzten 700 Jahren geäußert. Der Status quo ist, dass die Bevölkerung gerne eine friedliche Situation hätte. Und die ist im Moment dadurch geschaffen, dass man sich darauf geeinigt hat, zwei Systeme nebeneinander zu etablieren, durch möglichst bürokratische Reglementierung und Inklusion zu erwirken, und im Grunde genommen immer wieder durch Dialog versucht, darauf auf eine Annäherung hinzuarbeiten. Ganz praktisch sieht es im öffentlichen Raum so aus, dass in den letzten, also seit 1988, seitdem der Friedensvertrag dort etabliert worden ist, insgesamt 118 sogenannte Peace Walls gebaut wurden. Das heißt, vorher gab es viel, viel weniger. Das sind genau genommen 8 bis 12 Meter hohe Mauern, die eine Nachbarschaft von der anderen trennen, weil es nicht das Gefühl gibt, ohne diese Mauern friedlich miteinander sein zu können. Was es im Alltag heißt, ist, dass genau diese Gebiete, also da, wo Nachbarschaften das Gefühl haben, die anderen sind zu nah dran, große Situation ist von Inklusion ins eigene und Exklusion vom anderen. Das ist ein Erlebnisbild aus dem öffentlichen Raum. Da gibt es eine zweite Geschichte und die würde ich zum Beispiel als vielleicht Geste dem Kunstraum 4 oder 3 zuordnen, nämlich Wahrnehmung. Das ist eine Intervention in Jericho, in der Westbank in Palästina, zu der ich 2012 eingeladen habe. Die Einladung war ein schweigender Spaziergang, der ungefähr 3,5 Stunden gedauert hat bei Nacht. Wir sind durch die sogenannte Zone C gelaufen, also vom Berg der Versuchung, ein Ende von Jericho bis in die Wüste zu einer verlassenen Schule fast am Toten Meer. Und warum schweigend und warum nachts laufen? Für mich ging es darum, dass ich festgestellt habe, dass dieser Begriff von Zuhause und einen Platz einnehmen oder Sein bestimmen ja ein großes Thema ist in all dieser Frage von was ist Zuhause, wo gehöre ich hin, und dass Palästinenser, obwohl diese Zone C, die wir belaufen haben, eigentlich von ihnen selber verwaltet wird,
ganz oft diese Räume gar nicht mehr betreten. Also kennen wir vom Auto und Bus fahren, aber dieses Gefühl, ich kann hier laufen, das ist so belegt mit Gefahr, dass die meisten Leute gar nicht laufen. Das heißt, dieses Erlebnis von ich durchlaufe mal meinen Raum war für viele wirklich das erste Mal. Schweigend laufen, weil es ging mir darum, diesen Raum nochmal ganz anders zu erfahren, durch Riechen, durch Hören, durch Schmecken, durch sich fühlen, in diesen sehr warmen, auch nachts warmen Temperaturen mal wirklich zu laufen. Wir sind in der Gruppe gelaufen und dadurch, dass man aber immer den Rücken des Vordermanns sah, war man auch irgendwie alleine. Also es gab dieses Erlebnis von allein im Gemeinsamen. Und es gab Reaktionen der Beteiligten auf diese Intervention. Die fand ja nur statt, also ich habe einen Vorschlag gemacht als Künstlerin und gemacht oder erlebt wurde das im Grunde genommen dadurch, dass Menschen tatsächlich erschienen sind, gesagt haben, okay, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Das ist eine Aussage von einem jungen Mann, der teilgenommen hat zum Thema, also es ging so darum, abzufragen, was geht euch eigentlich im Kopf rum. Ich habe einfach zwischendrin mal eingeladen, wenn ihr den mal entladen wollt, hier ist ein Stück Papier, weil oft ist es ja so, wenn man hier anfängt zu schweigen und mal das Handy ausschaltet, dann geht der innere Dialogzirkus los. Und seine Frage war, warum bin ich als Palästinenser geboren oder sogar kreiert worden? Ein drittes Erfahrungsbild und die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft, die hat ein Projekt initiiert, Kunst fürs Dorf, Dörfer für Kunst. Frank Gotter hat auch daran teilgenommen, an einem der mehreren Runden, in denen diese Stiftung jeweils drei Künstler eingeladen hat, für 6 Monate in einem Dorf mit den Dorfbewohnern zusammen zu leben und gemeinsame Kunstprojekte und Prozesse zu entwickeln, auch mit der Idee, darüber hinaus eventuell nachhaltige neue Möglichkeiten der Kommunikation, des Miteinanders und auch des täglichen Beisammenseins zu schaffen. Die Dörfer mussten sich bewerben, genauso wie die Künstler. Das heißt, es war ein regelrechtes Ja, ich möchte von beiden Seiten notwendig, damit es stattfand. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgewählt, das ist, nennt sich Pampsee. Das war die Intervention oder das Ergebnis des 6-monatigen Aufenthalts von Barbara Kaveng 2013 in einer Gemeinde, die aus zwei Dörfern bestand, nämlich Pampsee. Und, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, diese zwei, Pampo und Blankensee, die eingemeindet wurden und wo auch großes Schweigen untereinander herrschte. Und der Prozess der 6 Monate, und ich weiß nicht, Frank, ob du da auch noch den morgen oder heute bis zu erzählen magst, in dem Fall war das so, dass es in einem dialogischen Gespräch mit den Bürgern sich so bestimmte Themen, Stärken und Schwächen rausbildete und die Barbara daraus Kunstprozesse initiiert haben, die zum Teil bis heute dort weitergehen, obwohl sie längst weg ist. Das ist vielleicht ein Ansatz, der hier zum Kunstraum Kollaboration und Interaktion oder Kooperation und Interaktion zählen würde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Sprechen über das Feld, in dem ich arbeite, das ist gar nicht so einfach, weil es schon allein so viele Namen hat. Kooperative Kunst, partizipatorische Kunst, sozial engagiert, New Genre, Public Art. Und jedes dieser Begriffe ist, glaube ich, mehr oder minder ein verzweifelter Versuch, aber eine Bemühung, eine Qualität dieses Feldes zu benennen. Mir ist so in der Vorbereitung aufgefallen, ich habe so gedacht, das ist interessant, wo kommt das Wort Inklusion da eigentlich vor? Also wie benutzen wir, wie denken wir über Inklusion vor? Mir ist so aufgefallen, dass ich glaube, was uns alle verbindet in diesem Feld der Beteiligungskunst, ist, dass wir davon ausgehen, also Sie haben es vorhin die Idee der Gleichwertigkeit genannt. Ich glaube, das nehmen wir alle als Voraussetzung, als Status quo unseres Feldes, dass wir diese Idee von Gleichwertigkeit anstreben. Und fand sehr spannend, dass Sie damit auch das Ideal benannt haben, der Gleichheit, Brüderlichkeit und der Freiheit. Weil
in diesem Ansatz von Inklusion, und deshalb habe ich ganz viele Beispiele mitgebracht, vielleicht klar wird, wie schwer wir uns tun. Also innerhalb unseres Feldes und aus diesem Feld der Beteiligungskunst heraus tatsächlich diesem Anspruch gerecht zu werden. Und wir tun es mehr oder weniger in dem einen oder anderen Feld. Also diese Idee von Gleichwertigkeit, all dieser heterogenen Stimmen, die man da ja immer miteinander verhandeln muss. So. Weil ich auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen soll, also kommt es eigentlich her, wo wir jetzt im Moment stehen, und das kann ich auch nur ganz rudimentär tun, weil dafür einfach das Thema und zu komplex, die Zeit zu kurz ist. Was man aber sagen kann, und ich glaube, das ist deine Feststellung an uns alle, ist, diese Beteiligungsmodelle und Formen in der Kunst, die resultieren eigentlich grundsätzlich aus einer Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit von Künstlern am Status quo, ihrer eigenen Situation in diesem Feld der Kunst und auch eine Unzufriedenheit im, was politisch los ist, was sozial los ist, was kulturell los ist. Das heißt, all diese Fragestellungen, die wir ansprechen, die sprechen wir an aus einem Gefühl von, so wie das ist, gefällt mir das eigentlich nicht. Wenn man sich Kunst im öffentlichen Raum ganz klassisch anguckt, und deshalb habe ich zwei so Reiterstandbilder mitgebracht, dann war das historisch die Abbildung von Macht und Machtstrukturen in der Kunst. Also kirchliche Macht, weltliche Macht oder zum Teil auch kulturelle Macht, also Goethe und Schiller in Weimar, solche Formen von skulpturaler Entäußerung von Macht und Wert in der Gesellschaft findet man im öffentlichen Raum. Und es gibt Myung Kwong, die hat schon in den 90ern so einen kleinen Überriss gemacht, über was ist dann eigentlich in Folge passiert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, und hat festgestellt, dass es weg von diesen Machtsituationen oder Machtdarstellungssituationen, dass da eine Kunst im öffentlichen Raum entstanden ist, die in erster Instanz, und deshalb nennt sie die auch Kunst im öffentlichen Raum, dafür steht, Objekte in den öffentlichen Raum zu stellen, und ich bin ganz bilderreich angereift, dass wir Sachen anschauen können, die ganz oft in erster Linie einer bestimmten Form von Verschönerung oder Ästhetisierung von öffentlichem Raum dienen. Und dann hat sich das aber weiterentwickelt, Kunst als öffentlicher Raum. Das ist ein Beispiel von Eisenman aus Berlin mit der Einladung, diesen geschichtlichen Raum, es geht um Holocaust, so zu gestalten, dass der Betrachter oder der Besucher dieses Raumes ein Erlebnis haben kann. Und in dem Fall auch ein sehr physisches Erlebnis von, worum ist es da eigentlich gegangen. Das heißt, das ist eine Form von Kunst als öffentlicher Raum, wo ein Künstler eingeladen ist, die Geschichte dieses Raumes, die urbane oder gestalterische architektonische Situation in sein ganzes Konzept mit einzubedenken. Da ist ein zweites Beispiel dazu, das ist auch aus Berlin, das ist am Checkpoint Charlie, vielleicht viele von Ihnen schon mal gesehen, auf einer Stele in Leuchtkasten, wo in den ehemaligen Westen Berlins ein russischer junger Soldat schaut und umgekehrt in den ehemaligen Osten Berlins schaut ein junger amerikanischer Soldat, als Manifestierung dessen, was da eigentlich geschichtlich passiert ist und wofür dieser Ort stand. So, und dann gibt es eine Weiterentwicklung in eine Kunstform, die heißt Kunst im öffentlichen Interesse. Und da geht es darum, ganz viel weniger objekthaft auf eine Situation in einem sozialen Kontext zu reagieren oder in einem städtischen Raum, also nicht wie objektorientiert, sondern temporär, oft und meist temporär, sich einzuschalten in eine Situation, sich dem sozialen Thema oder kann man auch die soziale Temperatur dieses Ortes zu widmen und dort quasi oft in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten und Gruppen, die in diesem Raum existieren, eine Arbeit zu entwickeln. Und zwar eine, die in erster Linie ein Bewusstsein erzeugen soll, ein Bewusstsein für diese Gemeinschaft oder diese Situation. Und das ist ein Beispiel aus den 90ern, New York, Michael Rakowitz, der hat im Grunde genommen Upcycling betrieben, indem er Plastikfolien genommen hat und für Obdachlose
ästhetische Objekte geschaffen haben, die waren eben nicht nur ästhetische Objekte, sondern auch Gebrauchsobjekte, dadurch, dass man darin schlafen konnte. Und die waren schön warm, indem man die an die Abzugsanlagen von Klima- und Heizanlagen angeschlossen hat. Es hieß also, Schlafen im öffentlichen Raum in einem ästhetischen Objekt war möglich. Und was da ganz deutlich wird, ist, der Mensch rückt auf einmal ganz sichtbar in diese Form von Kunstprojekten mit ein. Auch, also in diesem Fall als wirklich sichtbarer Benutzer dieses Kunstwerks. Was man da sagen kann, was da passiert ist in dieser Verschiebung, die Myung Phuong ja auch benennt, und sie sagt, es sind richtig massive Paradigmenwechsel, die da stattfinden, ist so ein Schwerpunkt vom ästhetischen zum sozialen Anliegen, von einer objektzentrierten Vorstellung vom Kunstwerk geht es hin zu einem eher ephemeren, vorübergehenden Prozess und zu Ereignissen, von permanenten Installationen zu temporären Interventionen und vom Autor oder Autonomie des Künstlers, der Idee von einer macht, zu der Idee von viele machen es, viele sind beteiligt. So, und dann schaltet sich jetzt an dieser Stelle Frau Giraffe ein und sagt, das ist alles schön und gut, wunderbare Beispiele, großartig, aber wir kennen auch alle Elemente des klassischen Kunstbetriebs und diese schöne Idee, Leute damit einzubeziehen auf soziale Kontexte, tja, das kostet alles Geld. Auch ein Prozess, wo gar nicht so viel bei rauskommt, kostet mitunter Geld. Das heißt, die Frage von, wer macht denn eigentlich solche Projekte, also welcher Künstler, ich gehe nochmal eins zurück, hat die Chance, sowas zu realisieren. Ja, wie hat der Michael Rakowitz diese Zeit, um diese Arbeit zu machen, eigentlich für sich gewinnen können? Und damit benenne ich nur ein paar kleine Faktoren, die wir uns angucken müssen, nämlich dass künstlerisches Schaffen immer auch bedingt ist von Umständen, in denen dieses künstlerische Schaffen stattfindet. Das heißt, es Zeit, Geld, Einladung, jemand, der einem hilft, es möglich zu machen. Und natürlich gibt es einen Haufen selbstinitiierter Prozesse. Aber auch da ist die Frage, was braucht ein Künstler, der selbstinitiiert unterwegs ist, um längerfristig, nachhaltig arbeiten zu können. Weil ganz aus sich heraus die ganze Zeit, das ist ein schwieriges Modell. Das ist ein schwieriges Modell. Und ich habe ein Beispiel von dem Laurent hier mitgebracht. Das ist ein Künstler aus Berlin. Man sieht schon, welcher, wie soll ich sagen, Szene da angehört. Ein Punk, der ganz aktiv 89 im Sinne von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit an der Mauer mitgeackert hat. Das Ding muss weg. Und der so geäußert hat, dass er sich sehr als Künstler fühlt, dass er aber das Gefühl hat, er kann als Künstler gar nicht öffentlich aktiv werden, weil sobald er öffentlich aktiv wird, tritt er in Systeme, die er eigentlich gleichzeitig befragen möchte oder schwer befragt, schwer kritisiert und fühlt sich aber von denen fürchterlich vereinnahmt. Aus dem Grund ist es eines dieser unsichtbaren Künstler, die nie in Erscheinung treten, weil sie mit diesem Widerspruch für sich keine sichtbare Lösung gefunden haben, wie sie denn agieren können in der Welt. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen zu diesem, dass dieses Feld von Beteiligungskunst Anliegen hat, nicht nur Menschen entweder körperlich einzubinden oder ihnen eine soziale Erfahrung zu verschaffen oder eine Teilhabe zu verschaffen, wo es eine Form von intellektueller Auseinandersetzung oder Erkenntnis gibt, sondern dass es auch darum geht, welchem Geist man eigentlich mit so einem Kunstprojekt dient. Und ich habe zwei Beispiele mitgebracht, wo vielleicht deutlich wird, was das zum Teil für Systeme sind, in denen man sich da wiederfindet oder für wen oder was man da eigentlich ringt und kämpft. So. Und das eine ist ein Projekt Weiße Kreuze 2014, Zentrum für politische Schönheit. Da ging es darum, es war 25 Jahre Mauerfallfeier, ganz groß angekündigt in Berlin und die Gruppe des Zentrum für politische Schönheit, die sich einer Form eines aggressiven Humanismus verschrieben haben die weißen Mauerkreuze, die wir vielleicht alle kennen, von denen es 138 gibt, die den Maueropfern
Gedenken auf eine Reise geschickt. Sie haben die in der Nacht- und Nebelaktion demontiert und haben sie an die europäischen Außengrenzen geschickt, wo damals, 2014, bereits 30.000 Mauertote verzeichnet wurden. Also Menschen, die in einem ähnlichen Ansinnen eine Mauer zu überschreiten, um in einen anderen Lebenskontext einzutreten, ihr Leben gelassen haben. Das war eine Aktion, die haben sie mit Crowdfunding finanziert. Das war eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen in Deutschland bis dato. In 5 Tagen 39.000 Euro für Busse und Hotelkosten, weil es ging darum, diese Kreuze wirklich an verschiedene europäische Grenzen zu bringen und dort im Grunde genommen, und wie, ne, was sie mitgebracht haben und uns mitgebracht haben, sind Fotos, Abbildungen, die uns daran erinnern sollen, dass diese Art von Kultur des Kampfs um Freiheit, des Wohinstrebens keine vergangene ist, sondern eine höchst präsente, und das Thema Mauer eben auch keine vergangene ist, sondern eine sehr präsente. Parallel dazu, nach eins muss ich noch sagen, das Abschrauben der Kreuze hat dem Zentrum für politische Freiheit eine Strafanzeige eingebracht wegen Diebstahls, und das, in dem sie gerade noch verhandeln. Und natürlich musste das eine Crowdfunding-Aktion sein, weil solche Projekte werden nicht staatlich gefördert in der Regel. Weil der Rezipient dieser Projekte tatsächlich der Staat ist. Also das Zentrum für politische Schönheit hat das schon mehrmals so formuliert. Unsere Idealbetrachtergruppe oder Rezipientengruppe sind Regierungen, weil wir der Meinung sind, das sind Potenziale der Regierung, die sie einfach nicht in Angriff nehmen oder als Möglichkeit wählen. So, und da gab es ein Parallelprojekt, das war in Berlin initiiert worden vom Berliner Land, das Kunstprojekt Lichtgrenze, basierend auf einer Idee von Christoph und Marc Bauder. Da wurden am 9. November die 25 Jahre Mauerfall dadurch gefeiert, dass ein Wochenende lang in Berlin 8000 leuchtende Ballons aufgestellt wurden, die sogenannte Lichtergrenze, und man konnte 2 Tage entlang dieser ehemaligen Mauer entlang wandern. Und die Idee war, dass man Erinnerungen austauscht, und der Höhepunkt war dann am Sonntagabend, dass diese Ballons in den Himmel von Berlin aufsteigen sollten, und das war ein großer ökonomischer und medialer Erfolg. Millionen von Menschen sind dafür nach Berlin angereist, um das zu erleben, und es gab sehr scharfe Kritik dennoch zum Thema, was für eine Form von Erinnerungskultur das ist. Und ich möchte Spiegel Online zitieren: eine spektakuläre Aktion, das ist in Bezug auf, weil beide Aktionen stattgefunden haben, die Weißen Kreuze. Was bedeuten diese Toten? Was verlangen sie? Sind sie Mahnung? Sind sie Auftrag? Während an der Spree das politische Fanal des Mauerfalls komplett entpolitisiert wird, lenkt das Zentrum für politische Schönheit die Aufmerksamkeit auf das, was leere Botschaft und die Verpflichtung sein könnte von 25 Jahren Mauerfall. Also, was man sagen kann, beide Kunstaktionen nehmen einen bestimmten Anlass zum Inhalt, um eine Form des kollektiven Gedenkens zu artikulieren. Beide Aktionen haben Beteiligte und Partner, Besucher und Zuschauer, und beide Aktionen versuchen im Grunde genommen, einen Gegenwartsbezug zu Gedenken herzustellen. Und das Problem oder die Fragestellung, die sich darstellt, ist, oder auch die Kritik, die geäußert wurde, inwieweit das eine Projekt tatsächlich versucht, eine Gedenkfeier zu initiieren, die die politischen und realen Verhältnisse der Menschen im Heute befragt und sagt, ist das alles Vergangenheit oder wie weit ist das weg, während das andere Projekt kritisch zu hinterfragen ist auf die Frage hin, wie weit es im Stadtmarketing gefördert hat und einem neoliberalen Ansinnen des, ja, wir gedenken, aber ändern an dem jetzigen Status quo wollen wir eigentlich gar nichts durch ein Kunstprojekt. Auch ich, also Zitat auf Beuys, und es geht ja hier im ganzen Kunstraum zur sozialen Plastik, deshalb habe ich gedacht, ich gehe da gar nicht näher drauf ein, aber Beuys ist mit Sicherheit, spielt eine Riesenrolle in diesem ganzen Diskurs um Beteiligungskunst und hat diesen erweiterten Kunstbegriff eingeführt, um den man nicht nur in Deutschland nicht drumherum kommt, sondern weltweit.
Die Geschichte von Beteiligungskursen, Kunst ist allerdings viel, viel älter. Die ist Anfang des letzten Jahrhunderts schon ganz offensichtlich geworden. Ich kann und will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber man kann sagen, Kunst entsteht immer in seiner Zeit und nie in einem luftleeren Raum. Und diese Stimmung, aus der Beuys heraus auch agiert hat, also Nachkriegssituation, ist eine, wo irgendwie diese Frage aufkam, in Zeiten von Wirtschaftswunder, wo man versucht hat, mit eine Stabilisierung, eine politische Stabilisierung auch durch Aufbau, Markt und Geld wiederherzustellen, kam diese Frage ganz schnell auf, inwieweit sind wir nicht wieder als Bürger unterwegs, mit, wie völlig willige, träge, konsumierende Schafe. Das in dem Kontext von 50er-Jahre-Bildern, schicke Autos, Sahnetorten und so weiter. Die andere Seite davon war, dass Infrastrukturen wie öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahnen damals weltweit abgeschafft wurden zugunsten von Individualautos und Autoindustrie, Benzinindustrie. Wer sich da ganz arg eingeschaltet hat, sind die situationistische Internationale. Die erwähne ich deshalb, weil auch Beuys mit denen ganz stark im Dialog steht. Die haben sich in den Ende der 60er Jahre in Frankreich auseinandergesetzt mit der Idee von, wie sensibilisieren wir eigentlich für Situationen und wie provozieren wir Handlungen, die Aneignung und Teilhabe, Teilnahme im gesellschaftlichen Raum ermöglichen. Also, und die haben sehr viel mit künstlerischen Subversionsstrategien gearbeitet, also der Happy-Konsumgesellschaft ihre Happiness vorzuführen. Da gibt es ein wunderbares Beispiel von einem Weihnachtsmann im Supermarkt, der zu Weihnachten an die Kinder aus dem Regal heraus Geschenke verteilt. Da kommt natürlich die Polizei, weil dieser Weihnachtsmann war einer der Situationisten, der hat da nichts für bezahlt, der hat einfach gedacht, gut, das Fest des Schenkens, dann schenken wir doch. Und eine Situation erzeugt, wo Eltern und Kinder erleben müssen, dass dieser wunderbare kapitalistische Konsum dann eigentlich doch so nicht wirklich funktioniert, ohne dass man da nicht Geld auf... Also ne, den Weihnachtsmann zu verhaften, das war so eine subversive eine Provokationsstrategie, um darüber nachzudenken, was hören wir, was setzen wir eigentlich wirklich um. Und den Situationisten war auch sehr wichtig, mit Humor und Feiern zu arbeiten. Es ging ganz viel um diese Werte von Liebe und Potenzial, das wir haben, umzusetzen. Und aus dieser Auseinandersetzung aus, ich fasse es jetzt wirklich super kurz, kommt eben auch diese deutsche Bewegung von einerseits Beuys, soziale Plastik und andererseits die Bewegung Soziokultur. So, ich muss jetzt schon fast rappen. Ich gebe jetzt mal noch zwei Bilder hier, die für mich eine zeitgenössische Form von internationaler Situationisten sind. Das eine ist Pjotr Pawlenski, ein Russe, der auf Situationen reagiert, die da gesellschaftlich passieren. Da hat er sich zur Verhaftung von Pussy Riots den Mund zunähen lassen und sich in öffentlichem Raum gestellt. Und das war eine Situation, wo er sich sein Ohr, ich muss das nochmal nachlesen, hat das ganz abgeschnitten, jemand hat das angeschnitten, als Reaktion auf die russische Regierung und ihren Umgang mit Homosexualität. Für mich gehören auch solche Aktionen zu situationistischem Reagieren im öffentlichen Raum. Das ist Todepoler Praxis in Spanien, die öffentliche Möblierung umnutzen zu Urban Gardening und Bepflanzung. Kann man hier im Vorraum der Uni ja auch ganz schön sehen auf dem Platz. Und das steht eigentlich ohne Kommentar. Ich gehe in Anbetracht der Zeit an ganz vielen Beispielen jetzt mal nur visuell vorbei. Hier bleibe ich einen Augenblick stehen. Muss nicht gehetzt werden. Ja, ich wollte mich so eine halbe Stunde halten. Ja. Ist noch ein Moment. Ist noch ein Moment. 10 Minuten geht noch. 10 Minuten sind noch okay. Dann will ich meine Timekeeperin bitten, in 5 Minuten mir nochmal Bescheid zu geben. Das ist eine Arbeit von Alan Caprow, Icehouse. Da geht es ganz stark um, der Alan Caprow war ganz wichtig für die europäische Entwicklung und hat aber längst in den 50er Jahren in Amerika eine Praxis der Lifelike Art, also Kunst und Leben verbundenen Praxis,
postuliert in Form von Happenings und Performances, Teilhabe-Performances. Ich werde darauf diese ganzen Fluxus- und Happening-Environment-Begriffe jetzt gar nicht näher eingehen, weil es ist so das, was aus der Ecke der Kunst kam. Es ging darum, Situationen zu schaffen, wo der Betrachter eben kein klassischer Betrachter mehr ist in Angesichts eines Kunstwerks, sondern der Betrachter aktiv in die Entstehung eines Kunstwerks eingebunden wird. Das ist, scheint für uns heute relativ normal, das war in der Zeit hoch ungewöhnlich und dieses Eishaus finde ich ein wunderbares Beispiel, weil es auch klar macht, in einer kalifornischen Hitze ein Haus aus Eis zu bauen, ist eine per se absurde Aktion. Es geht aber darum, diese gemeinsam zu vollziehen. Also ich mag dieses Beispiel sehr, weil es klar macht, dieses Miteinander üben, dieses, Sie haben das so schön gelernt, das ist ein, benannt, das ist ein Feld des Lernens und des Spielens, das tun zu können durch eine Situation, die ein Künstler schafft. Jetzt meldet sich meine Giraffe wieder, eine Situation, die ein Künstler schafft und sagt jetzt, wenn wir mal begriffsschärfer werden zur Partizipation, da gibt es aber ein Phänomen dabei und das können wir bei so Beispielen auch sehen. Es gibt in der Regel einen Künstler, vielleicht noch ein Künstlerteam, wie hier Christo und Jean-Claude, und die haben eine Idee und dann laden sie Leute dazu ein, sich daran zu beteiligen. Das heißt, die Struktur bleibt eigentlich hierarchisch. Also wir haben nach wie vor einen Künstler, der initiiert, und dann haben wir Menschen oder der Ideenentwickler ist, der animiert, und dann haben wir ein Publikum, das sich beteiligt aufgrund von gegebenen Spiegelregeln. Die können eben sein, eine intellektuelle Teilhabe, eine soziale Teilhabe oder eine körperliche Teilhabe. Also, die Giraffe stellt jetzt wirklich die Frage, wo stellt das in Frage, dass es solche Machtstrukturen gibt, wo jemand entscheidet und andere nach diesen Spielregeln agieren. Also wenn es darum geht, das habe ich am Anfang gesagt, man unzufrieden über diesen Status quo ist und feststellt, es gibt Systeme, die Leute ausgrenzen, die viele Menschen ausgrenzen, auf bestimmte Art und Weise an Ressourcen nicht teilhaben lassen, muss man dann nicht diese Spielregeln grundsätzlich gemeinsam verändern. Und das ist die Diskussion innerhalb von Partizipationsbegriffen, da wird scharf kritisiert im Sinne von Teilhabe schön und gut, aber Teilhabe bis zu welchem Grad eigentlich? Also wo ist es im Grunde genommen eine Farce? Also dann haben wir alle mitgemacht. Oder weitergesprochen, wo werden da Bedingungen so verhandelt, dass tatsächlich daraus neue Systeme sich generieren, spielerisch über ein Kunstprojekt, die eine Teilhabe vieler möglich macht oder der, die vorher ausgeschlossen waren, dann in irgendeiner Form andere Formen von Zugang verschafft. Solche Beispiele wie Christo oder das ist von Viktor Kegli in Berlin, es hieß Weiße Wäsche 2002, die Einladung auf dem ehemaligen Schlossplatz seine dreckige Wäsche zu waschen. Das sind ja sehr metaphorische Einladungen, wo klar wird, das sind aber zum Beispiel so Beispiele, wo ich habe mir das angeguckt, damals großartige Aktion, hat ganz viel Diskussion bewirkt im Sinne von Nora Sternfeld, die einen ganz politischen Anspruch als Theoretikerin an die Partizipation hat, die würde sagen, also das ist wunderbar, aber was da im Grunde genommen fehlt, ist ein nächster Schritt, der die Verhältnisse und Strukturen von Macht und Ausschluss selbst hier weiter verhandelt. Hier gibt es ein Beispiel von Carlo Helguera in Bologna, da war Occupy mitten in der Hochform im Oktober 2011, der war eingeladen worden, lebt in New York, der hat als Künstler versucht, jetzt kommen wir mal zu diesen weiteren Begriffen, nämlich der kollektiveren Praxis oder der, heißt auch so schön Kollaboration, und das ist im Deutschen ein ganz schwieriges Wort, weil so belegt. Also was der Pablo Helguera gemacht hat, der hat in Bologna sich besonnen auf die Rolle des Radios in den 60er, 70er Jahren im Sinne von Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement. Da hat das Radio eine Riesenrolle gespielt, um aus diesen klassischen Strukturen eine mehr bürgerbeteiligte politische Landschaft zu kreieren. Und er hat 2011 eine Gruppe lokaler Menschen eingeladen, sich als Radioredakteure, Radioproduzenten im öffentlichen Raum wieder diese Form von Stimme zu verschaffen. Und das lief dann über 2-3 Wochen im öffentlichen Raum mit großem Erfolg, wurde quasi die Stimme des Volkes in dieser ganz klassischen Form Radio wieder eingeführt mit dem Versuch,
wo sind die Plattformen, wo wir gemeinsam Zukunftsstrukturen diskutieren, weil genau das war ja das Thema von Occupy, dass wir uns diesen Ort wieder neu aneignen müssen. Darüber gehe ich jetzt einfach mal hinweg und komme zum Schluss. Das ist ein Projekt in Dienstlaken-Lohberg, um es nur nebenbei zu sagen, heißt Parkwerk und ist von einem Künstlerkollektiv zusammen mit den Anwohnern seit 2012 im Werden. Ich hab diesen Vortrag genannt, Lernen vom Feld, um ein neues Feld zu erzeugen. Und es schließt ganz wunderbar an Ihre Einführung an. Was ist es denn eigentlich für ein Feld, also in dem man da unterwegs ist als Künstler, wo man zum einen ästhetischen Kriterien folgt und auch folgen will und zum anderen aber sozialen Kriterien und dann immer in diesen Verhandlungsräumen sitzt, wo man feststellt, aus der Ästhetik und Kunst heraus, ja, da gibt es den hehren Freiheitsbegriff auch innerhalb der Kunst und gleichzeitig sitzt man als Rolle in einer ganz schizophrenen, elitären Struktur und aus dem Sozialen heraus agierend muss das eine Kunst sein, die gesellschafts- und alltagstauglich ist, nämlich völlig und damit völlig anderen Kriterien folgen. Wenn Kunst Berge versetzt, ich glaube unbedingt daran, dass Kunst Berge versetzt, denn wenn diese Arbeit heißt, wenn Glaube Berge versetzt von Francis Ellis 2002 und hat tatsächlich einen Berg versetzt mit Hilfe von Bürgern in Südamerika. Ich glaube unbedingt daran und ich denke, das wird auch immer deutlicher, dieser Kampf um Partizipation und da hat auch diese Bewegung Soziokultur zum Beispiel, die parallel zu Beuys ins Feld kam und sich ja in Deutschland sehr etabliert hat, eine Rolle gespielt. Die Frage von Teilhabe ist heute nicht mehr ein Nebenschauplatz. Also das ist im Grunde genommen in die Hauptkultur eingegangen. Es gibt kein Theater mehr, das nicht daran denkt, wie sie ihre Betrachter und ihre Besucher mit einbindet, anders als zahlende Menschen auf einem Sitz. Es gibt keine Stadt, die nicht gerne partizipatorische Kunstprojekte im öffentlichen Raum hätte. Also das ist nicht mehr eine befragte Kunstform an und für sich, aber es ist tatsächlich die Frage, wofür sie eingeladen wird und worum es da geht. Und ich hoffe, ich habe an so Beispielen deutlich gemacht, dass es tatsächlich darum geht, sich auch als Akteur für andere Einwände gut zu überlegen, welchen Geistern man da eigentlich dient. Was klar ist, dass diese Art von Kunstschaffen unbedingt daran glaubt oder nicht daran glaubt, dass repräsentative wenige, dass die Große alles denken und handeln können und dass eine Gesellschaft sich weiterentwickelt durch Repräsentanten, sondern es geht darum, eine aktive Beteiligung aller, weil es ein aktives Potenzial an Gestaltung von Zukunft ist. Und also es gibt ja hier den Kunstraum Beuys. Beuys mit seiner sozialen Plastik war ja explizit jemand, der gesagt hat, wir gemeinsam schaffen Gesellschaft und Zukunft oder keiner. Das wird nicht mehr so exklusiv laufen, wie uns das dargestellt worden ist. Also insofern ist dieses Feld, Lernen vom Feld, für mich, ich würde es definieren als ein Bewusstseinsfeld, also ein etwas, wo man durch Kunst was lernen und verlebendigen kann, was man dann idealerweise in alle anderen Bereiche seines Lebens übertragen oder an irgendeiner Stelle anwenden kann. Und für mich gehört auch zu der Frage, was müssen eigentlich Künstler können, um ein Feld vorzustellen, das das eigene erweitert. Da gehört für mich ganz stark dazu dieser kommunikative Aspekt, also dieses Hören, Formen von Beteiligung an Entscheidungen sind da ganz wichtig, neue Formen an Beteiligung an Entscheidungen, Zuhören, ein Bewusstsein über die Rolle, die man da einnimmt und das ist eine soziale, wie auch intellektuelle, wie auch körperliche Rolle, die man da einnimmt. Eine ästhetische Sprache, die ganz wichtig ist, also das ist auch was, da könnte man jetzt eine ganze Stunde drüber reden. Ich halte die Frage der Ästhetik für eine ganz wichtige, weil sie die Einladung ist an die Beteiligten. Ist die Einladung gut? Ist die Ästhetik stark?
sind die Menschen absolut angezogen davon. Also ich glaube unbedingt an die Wichtigkeit von Ästhetik in dieser Werkzeugkiste, die so Gruppen oder Individuen haben müssen, die solche Beteiligungsprojekte in die Welt setzen. Und vielleicht das Allerwichtigste daran, da sind wir wieder bei den Idealen angelangt und der Idee von Inklusion, ist eine klare innere Haltung, aus welcher Motivation heraus man handelt. Und ich glaube, das hat sehr viel mit, nicht nur mit Großzügigkeit zu tun, sondern mit einem Herzblut oder einer bestimmten Form von Ideal und Leidenschaft, mit der man der Welt und der Gesellschaft gegenübertritt. Gut, ich schließe mal an der Stelle. Grafe bedankt sich ebenfalls. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen beantworten können. Falls wir das tun können, tun wir das gerne. Dankeschön.